Der 2,0 Liter TDI und der 1,6 Liter TDI bekommen beide ein Software-Update. Darüber hinaus bekommt der 1,6 Liter TDI dieses zusätzliche Bauteil in das Oberteil des Luftfilterkastens eingesetzt. Dieses Bauteil stabilisiert die Strömung und ermöglicht eine genauere Erfassung der Frischluftmasse. Dadurch kann auch die Zudosierung des Kraftstoffes exakter erfolgen und wir verbessern die Emissionierung.